Der Nummer 1-Hit Maria Magdalena von Sandra. Als Mitte der 80er Jahre Michael Cretu den produziert, wird er zum Millionär. Doch danach überarbeitet sich der studierte Pianist. Er hat 4 Projekte gleichzeitig, schläft kaum noch, wie er heute erzählt. Er gerät in eine Schaffenskrise. Es gab tatsächlich diese Phase, damals kannte man diesen Begriff Burnout noch nicht, aber wahrscheinlich war es sowas, wo ich auf einmal versucht habe, über mein Leben nachzudenken und habe gesagt, ich werde immer erfolgreicher und eigentlich nicht unglücklich, nicht unzufrieden, aber immer leerer und leerer und leerer. Und ich habe keine Zeit mehr zu spielen. Also so der Begriff wie ein kleines Kind. Dann ein Licht am Ende des Tunnels. Michael Cretu fängt plötzlich an zu spielen. Er kombiniert gregorianische Gesänge mit Dance-Rhythmen. '90, eine Pop-Sensation. Sadness Part One erobert in 23 Ländern die Chartspitze. Michael Cretu verheimlicht anfangs, dass er dahinter steckt. Der Star sei die Musik, sagt er. Doch das Versteckspiel geht nur ein paar Monate gut. Sogar die Leute bei der Plattenfirma, die wussten nur 3 Leute, wer dahinter steckt. Sonst hat man denen nur irgendwelche Märchen erzählt. Ich glaube, es kam dahinter jemand, ich glaube vom Südwestfunk oder sowas, sagte mir auf einmal der Radiopromoter, du, die vermuten schon mal etwas und so. Na, und die Vermutung, dann vermutet er, sagt, ah, das ist gar nicht so abwegig und so. Und dann irgendwann kam es raus. Bald wissen auch alle, dass hier Sängerin Sandra Cretu haucht und ins Mikro stöhnt. Es war nichts anderes, als während sie ihre Sa Di Mo Don Mo Luft geholt hat, damit sie spricht. Und die haben mir das rausgeschnitten und habe es 3-mal hintereinander kopiert. Und da wurde jetzt das Schöne des Jahres daraus. Wie auch immer es zu diesen lustvollen Lauten kam, auch Hollywood hört es. Schließlich steht das erste Enigma-Album fast 300 Wochen in den US-Charts. Die Traumfabrik sucht 1993 Musik für den Sharon Stone-Blockbuster Sliver. Neben Songs von UB40 und Massive Attack auch Lieder von Enigma. Cretu komponiert sie, aber die Arbeit mit Hollywood macht ihm keinen großen Spaß. Mir hat die ganze Zusammenarbeit nicht so gefallen, eben weil zu viele Leute das Sagen haben. Und da redest du mit dem Produzenten, der sagt dir etwas, okay, wunderbar. Dann kommt der Regisseur, der will genau das Gegenteil, was der sagt. Dann kommt der Musical Supervisor und sagt wieder was anderes. Ja, wie soll man da Musik machen? Ich kann so nicht. Er macht lieber weiter sein Ding und das erfolgreich. Der zweite große Welthit wird Return to Innocence. Auch hier mischt Cretu Elemente wie ein Alchemist neu zusammen. Popmusik mit taiwanesischem Gesang. Kurz darauf bekommt Ehefrau Sandra Zwillinge von ihm. Die beiden leben zu dem Zeitpunkt in ihrem Haus auf Ibiza. An diesem Rückzugsort, fernab des Starrummels, entstehen weitere Alben. Etwa mit lettischer Folklore. Oder mit klassischer Musik. '08 trennen sich Sandra und Michael Cretu. Er verlässt Ibiza und geht nach München. Viel verändert sich, aber er hält Kontakt zu seiner Familie und experimentiert weiter mit Musik. 8 Jahre später gibt es wieder Collagenmusik von Enigma, Sadness Part 2.
Ob es ein weiteres Album gibt, ist ungewiss. Noch fehle die Idee, sagt Cretu. Er freut sich aber in 30 Jahren, einen Traum verwirklicht zu haben. Was mich am meisten erfreut hat, ist, dass ich mit einer wirklich vollkommen unorthodoxen Musik diesen umspannenden Welterfolg hatte. Also wie gesagt, vom Nordpol zum Südpol. Und das hat mir gezeigt, dass Musik eine wirklich internationale Sprache ist. Jeder spricht, jeder fühlt. Unabhängig von seiner Religion, von seiner Hautfarbe, von was auch immer. Michael Cretu hat seinen Traum verwirklicht, zu spielen wie ein Kind. Neugierig mischt er Elemente in der Musik und schafft Neues. Heute ist er weit entfernt von einem Burnout. Er ist vereint mit sich und der Welt.